Herr Flassbeck, die Euro-Krise wird verständlicherweise die kommenden Wochen und Monate bis zur Bundestagswahl dominieren. Sie haben unlängst in Berlin eine Studie vorgestellt, in der Sie die dominierende Politik in der Euro-Krise kritisieren. Ja. Was läuft denn falsch in der EU? Es läuft so ziemlich alles falsch. Zunächst läuft falsch, dass man von den ganz falschen Voraussetzungen ausging, also nie eine vernünftige Therapie hatte, nie eine Ursachenanalyse gemacht hat, sondern man hat von Anfang an einfach gesagt, es ist eine Staatsschuldenkrise. Erst war es eine griechische Staatsschuldenkrise, dann war es mal eine spanische Blase oder sowas. Immer hat man so Spezialerklärungen gefunden. Das eigentliche Problem hat man nicht adressiert und das kommt eben immer mehr zum Vorschein. Das eigentliche Problem ist, dass wir ein massives Auseinanderlaufen der Wettbewerbsfähigkeit haben in der Währungsunion. Deutschland hat unter seinen Verhältnissen gelebt, andere haben über ihren Verhältnissen gelebt und daraus hat sich ein Loch, eine Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit ergeben von 20-30% und die muss man schließen. Und die kann man nicht einfach schließen. Jetzt wird es ja auch in Deutschland diskutiert durch Lohnsenkung bei den anderen. Nun wird ja vielerorts die Forderung nach einem Austritt aus der Eurozone gestellt. Interessanterweise bei den Gewinnern wie Deutschland, aber auch bei den Verlierern wie Griechenland. Was würde das denn in beiden Fällen Deutschland und Griechenland bedeuten? Nun, für Deutschland wäre es eine Katastrophe, weil Deutschland, wenn es austreten würde, müsste es ja eine neue Währung einführen. Die würde sicherlich ganz ungeheuer aufgewertet. Das heißt, die deutsche Industrie würde sofort auf Normalmaß schrumpfen, quasi über Nacht. Und das würde Millionen Arbeitsplätze kosten. Das ist überhaupt keine Frage. Das wird in Deutschland allerdings nicht ernsthaft diskutiert. Die Alternative für Deutschland sagt dazu gerade nichts, aber das ist ganz sicher die Folge. In den anderen Ländern wäre Austritt, der ist ungeheuer schwierig und den kann man niemand empfehlen und man kann schon gar niemanden hinausschmeißen, wäre Austritt aber mit einem positiven Effekt verbunden, weil Abwertungen haben wir in vielen Finanzkrisen, allen Finanzkrisen quasi in dieser Welt gesehen, in Lateinamerika, in Asien, überall haben wir das gesehen. Abwertung ist ein massiv wirksames Mittel, um dann aus der Wirtschaftsflaute, aus der Depression herauszukommen. Sie haben eben die Wettbewerbsfähigkeit angesprochen. Wie kann das denn eigentlich funktionieren, dass EU-Staat mit gleicher Währung, aber andauernder Konkurrenz gegeneinander in der Tendenz gleichermaßen erfolgreich sein soll? Nein, es kann nicht funktionieren. Es ist eben unmöglich. Man kann nur sozusagen Wettkampf der Nationen haben, wenn die Nationen, die zurückfallen, die Möglichkeit der Abwertung ihrer Währung haben. In einer Währungsunion kann es niemals funktionieren, denn es degradiert die Länder, die hinten runterfallen sozusagen, und dazu gehört auch Frankreich, obwohl Frankreich alles richtig gemacht hat im Vergleich zu Deutschland. Aber die Länder, die verlieren sozusagen, degradiert es dann zu Transferempfängern, zu Hilfsbedürftigen, die betteln müssen darum, dass das Gläubigerland ihnen über die Runden hilft. Und das ist auch politisch einfach vollkommen unerträglich, abgesehen dem wichtigen wirtschaftlichen Punkt, dass sie keinen Stich machen können, dass sie keine Impulse bekommen, um aus der Depression herauszukommen. Nun tobt ja auch in der Linken, vor allem in der deutschen Linken derzeit, ein Streit, eine Diskussion um die Frage des Euro-Austritts. Kann die Konkurrenz der Euro-Staaten denn untereinander bei gemeinsamer Währung überhaupt im Interesse der Arbeitnehmer liegen? Die Währungsunion verlangt ja eben gerade keine Konkurrenz, sondern die Währungsunion hätte verlangt, wenn man sie richtig verstanden und interpretiert hätte, dass in allen Ländern die Reallöhne steigen wie die Produktivität. Das ist die Regel der Währungsunion. Und nominal die Löhne steigen wie die nationale Produktivität plus die gemeinsam beschlossene Inflationsrate von 2%. Also da gibt es gerade dann keine Konkurrenz. Das Konkurrenzdenken ist durch die deutsche Politik Anfang der 2000er Jahre hineingebracht worden. Und das war grundfalsch und das ist der Kern der Krise. Herr Flassbeck, Sie haben die Studie vorgestellt, die Sie mit einem Kollegen von der University of London erarbeitet haben. Es war durchaus deutsche Presse anwesend. Ihre Thesen werden auch in den Medien diskutiert. Weshalb schafft es die Linke denn dennoch nicht, das Vertrauen der Menschen in ihre wirtschaftspolitischen Konzepte zu gewinnen? Was läuft da falsch? Ja, das ist in vieler Hinsicht auch ein Kommunikationsproblem, aber die deutschen Medien sind schon sehr einseitig. Ich meine, wir haben jetzt 3 Jahre gebraucht, damit meine Thesen allmählich mal etwas hoffähig werden. Also es ist schon extrem mühsam, nachdem man sich über Jahre sozusagen nur darauf beschränkt hat, zu sagen, es sind die anderen sind die Bösen, die Griechen machen alles falsch und der Spanier sowieso und die haben alles falsch gemacht. Das war ja die dominierende Meinung in Deutschland. Das hat auch natürlich die politische Reaktion dann wieder verstärkt sozusagen, die das ausgelöst hat. Aber sie hat es auch wieder verstärkt, weil das in den Massenmedien so gespielt wurde.
Und das aufzubrechen ist natürlich ganz schwer. Und wenn man einen vernünftigen Kurs fahren will, den ich ja immer noch vorschlage, nämlich Europa und den Euro auch zu retten, dann müsste man das auch den Bürgern erklären. Dann müssten Politiker sich hinstellen und auch mal sagen, ich habe etwas falsch gemacht. Aber das ist offensichtlich das Schwerste, was man von einem Politiker verlangen kann. Haben die Rechtspopulisten, hat die Alternative für Deutschland hier die einfacheren Konzepte? Ja, sie haben, es klingt einfach, aber es ist fundamental falsch, was sie vorschlagen. Die tun so, sie geben dem Bürger die Illusion, Deutschland könnte einfach aussteigen und das würde nicht wehtun. Nein, am Ende verliert immer der Gläubiger in solchen Konflikten. Deutschland verliert am Ende mehr als die anderen, weil Deutschland die letzten 10 Jahre gewonnen hat. Wenn das ausgeglichen wird, verliert Deutschland jetzt mehr als die Schuldnerländer. Die Schuldnerländer müssen etwas gewinnen, Deutschland muss etwas abgeben. Und das wird von der Alternative für Deutschland überhaupt nicht gesagt, sondern sie tun so, als gäbe es einfache Wege, die anderen auszuschließen oder einfache Wege, Deutschland auszuschalten. Nichts ist daran einfach. Es sind extreme politische Spannungen, die das auslösen wird. Und deswegen habe ich gesagt, mit Kostas Lapavitsas zusammen, was wir machen sollten. Wir sollten den Ländern eine Option geben, eine Option, Exit Option, die heißt, wenn du dich bereit erklärst, wenn du das willst, wenn du die Schmerzen nicht mehr ertragen kannst, dann gibt dir Europa sozusagen, um dich in Europa zu halten und dich als Partner zu behalten, die Option, geordnet und unter vernünftigen Bedingungen eine neue Währung einzuführen und abzuwerten. Ende Mai, Anfang Juni wird es europaweit zu Protesten kommen, zu Aktionstagen von sozialen Organisationen, von eurokritischen Organisationen. Was erwarten Sie davon? Also ich glaube, dass das Bewusstsein wächst. Das Bewusstsein in den anderen Ländern wächst, dass Deutschland hier nicht von vornherein alles richtig macht. Am Anfang war das so, dass man sagte, ach ja, die Deutschen sind immer überlegen, sind gut und machen alles richtig. Das ändert sich gerade. Die Mauern bröckeln sozusagen bei dieser Position. Und in vielen Ländern wird verstanden, ich gehe nächste Woche nach Paris und da wird man das auch diskutieren, in vielen Ländern wird mehr und mehr verstanden, dass Deutschland auch etwas falsch gemacht hat. Mhm. Und wenn dieses Bewusstsein wächst, dann wird es auch einen massiven politischen Druck gegen Deutschland geben. Und das ist auch notwendig. Es muss einen politischen Druck aus Südeuropa, aus Frankreich gegen diese deutsche Position geben, weil am Ende diese deutsche Position Europa zerstört. Herr Flassbeck, herzlichen Dank für das Interview. Bitte sehr.